Die zweite Faktenflut zu Game of Thrones. Mit Gast Marco von Nerdkultur. Am 24. April startet die lang erwartete 6. Staffel von Game of Thrones und Fans können sich freuen, denn Daenerys Targaryen-Darstellerin Emilia Clarke hat viel versprochen. Angeblich erwarten uns einige der größten Momente der Fernsehgeschichte. Ob sich das bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Jack Gleeson, der Schauspieler von Joffrey, wusste bereits beim Casting zu überzeugen. George R. R. Martin gab ihm die Rolle mit den Worten: Glückwunsch zu dieser großartigen Performance. Wir hassen dich alle. Ein größeres Lob kann es für den Darsteller der blonden Nervensäge wirklich nicht geben. Für viele andere Darsteller in Game of Thrones griff man auf den großen Pool an James-Bond-Bösewichten zurück. Ned Stark war mal 006, der fanatische High Sparrow, ein fanatischer Zeitungsverleger. Und der frisch dazugekommene Max von Sydow, niemand Geringeres als Ernst Stavro Blofeld. Doch ironischerweise war Tywin Lannister der einfältige Handlanger von Maester Pycelle. Game of Thrones ist bereits im 4. Jahr in Folge die am häufigsten illegal heruntergeladene Serie der Welt. Die letzte Folge der 5. Staffel wurde allein in der ersten Woche über 8,2 Millionen Mal heruntergeladen. Damit ist dieser Wert sogar knapp über der amerikanischen Einschaltquote, die bei 8,1 Millionen Zuschauern lag. Diese Entwicklung wird sowohl von HBO als auch von den Filmemachern aber eher positiv betrachtet. Die Piraterie gebe der Serie den nötigen Buzz und der Titel der meist heruntergeladenen Show ist laut CEO Jeff Bewkes besser als ein Emmy. Im Intro der jeweiligen Folge werden bereits vorab die Orte gezeigt, an denen die Handlung dieses Mal spielen wird. Zusätzlich wird in den eingravierten Bändern auch die Vorgeschichte der Serie mit dem Untergang Valyrias, Roberts Rebellion und schließlich dem siegreichen Hirsch vom Haus Baratheon gezeigt. In den 5 Staffeln von Game of Thrones sind bisher 5.348 Charaktere gestorben. Das sind über 100 Tode pro Folge. Natürliche Tode sind dabei äußerst selten und haben bisher nur Hoster Tully, Catelyn Starks Vater und Maester Aemon ereilt. Beim Schreiben der Bücher hat sich George R. R. Martin von den Rosenkriegen inspirieren lassen. Eine Reihe von Kriegen um den britischen Thron zwischen den Häusern Lancaster und York. Diese endeten mit der Machtübernahme von Henry Tudor von der Lancaster-Seite, der eine Erbin des Hauses York heiratete. Henry Tudors Anspruch auf den englischen Thron war sehr umstritten. Jon Snows Anspruch auf den eisernen Thron, darüber spekulieren Fans schon seit vielen Jahren. Wie wichtig dessen Herkunft aber sein könnte, beweist folgende Anekdote. George R. R. Martin traf sich einst mit den beiden späteren Autoren der Serie, um über die Verfilmungsrechte zu sprechen. Aber er wollte ihnen auch auf den Zahn fühlen. Also stellte er ihnen eine ganz simple Frage. Wer ist Jon Snows Mutter? Ihre Antwort soll er nur mit einem anerkennenden Lächeln quittiert haben. Einzelne Elemente der Serie sind den Geschichtsbüchern entnommen. Das schockierende Red Wedding basiert auf einer Reihe von Ereignissen. Darunter das berüchtigte Black Dinner, bei dem der König von Schottland einige Clanoberhäupter zu einem Fest einlud. Am Ende des Dinners wurde eine einzelne Trommel geschlagen und die Männer des Königs brachten auf einer Platte einen schwarzen Eberkopf in den Saal, das Symbol des Todes. Die Oberhäupter wurden daraufhin in den Innenhof gebracht und massakriert. Die zweite Vorlage für das Red Wedding war das Glencoe-Massaker. Der Clan der MacDonald hielt sich unter dem Gastrecht beim Clan Campbell auf. Diese schlachteten ihre Gäste jedoch mitten in der Nacht ab. Okay. Why is he still alive? What of our orders, sir? Trotz ihrer Höhe von umgerechnet 213 Metern ist die Mauer nicht das höchste Bauwerk in der Welt von Game of Thrones. Auf Platz 1 landete der Hohenturm in Altsas, einem gigantischen Leuchtturm und Sitz von Haus Hohenturm, von dessen Spitze aus man angeblich die Mauer sehen kann. Platz 2 geht an die große Pyramide von Meereen. Für den Red Nose Day schrieb die Band Coldplay ein Game of Thrones Musical und lud den Cast der Show zur Probe ein. Die Songliste enthält dabei vielversprechende Werke wie Rastafarian Targaryen, Red Wedding und Bit of a Bastard. Wow. I think I love you, but I wanna know for sure. Game of Thrones schlägt sich auch in der Namensstatistik nieder. Bei den Mädchen ist Khaleesi auf Platz Nummer 1 der Namen, gefolgt von Arya, Sansa und Brienne. Während bei den Jungs Theon das Rennen macht, knapp gefolgt von Tyrion und schließlich Bran. Ein Name wurde aber merkwürdigerweise überhaupt gar keinem Baby gegeben. Hodor. Gleich 7 Game of Thrones Darsteller treten im 7. Star Wars Teil auf. Darunter Gwendolyn Christie, die von Brienne von Tarth zu Captain Phasma wird. Und Max von Sydow, der in der Serie als dreäugige Krähe und in das Erwachen der Macht zu Beginn als Lord Santeca auftaucht. A plus L gleich J. Eine der beliebtesten Fantheorien besagt, dass Jon nicht der Bastard des viel zu ehrlichen Ned Stark ist, sondern der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark, was ihn zum Erben des Eisernen Throns machen würde und dem Titel der Buchreihe, das Lied von Eis und Feuer, eine neue Bedeutung geben würde. Hafsor Julius Bjørnson ist der 3. Darsteller von Craigor the Mountain Clegane. Der Schauspieler ist außerdem regelmäßiger Teilnehmer des World Strongest Man Wettbewerbs und brach 2015 beim World Strongest Viking Contest einen 1000 Jahre alten Rekord
fort, indem er einen 56 Kilo schweren Baumstamm 5 Schritte lang trug. Während sich die weiblichen Charaktere der Serie regelmäßig ausziehen müssen, kritisieren Medien und Fans schon länger das Fehlen von männlicher Nacktheit. Darunter auch Kevin Bacon, der mit der Serie zwar nicht wirklich was zu tun hat, aber unter dem Hashtag FreeTheBacon mehr Penisse in der Serie fordert und selbst anbietet, einen nackten Zauberer zu spielen. Boah. Während sich die Fans schon seit Jahren Sorgen um die Gesundheit von George R. R. Martin gemacht haben, hat sich dieser nun zumindest im Hinblick auf die Zukunft der Serie abgesichert. Er setzte sich mit den beiden Showrunnern zusammen und sie gingen die weiteren Geschichtsverläufe jeder einzelnen Figur durch. George R. R. Martin findet aber verständlicherweise Spekulationen um seinen Gesundheitszustand oder einen nahenden Tod alles andere als witzig. An die Spekulanten gerichtet, sagte er in einem Interview, begleitet von einem Mittelfinger, ein ganz dezentes Fuck you. Obwohl die Serie laut HBO 8 oder sogar 9 Staffeln haben wird, ist es wahrscheinlich, dass sie vor der Buchreihe abgedreht sein wird. Der Veröffentlichungstermin des 6. Buches wurde schon mehrfach verschoben und sollte nach letztem Stand noch vor dem Beginn der 6. Staffel erscheinen, was uns aber sehr überraschen würde. Korrekturhinweise des Schreibprogramms oder gar Autokorrektur? Nichts für George R. R. Martin, der vermutlich auch zum Schutz von Hackern ein altes DOS-System benutzt und mit dem 1987 veröffentlichten WordStar 4.0 schreibt. Christian Nairn, der Darsteller von Hodor, hat vermutlich die wenigsten Probleme beim Lernen seines Textes. Allerdings erzählt der Schauspieler gerne, dass es um die 70 verschiedene Betonungen von Hodor gibt, die somit Hodors gesamte Gefühlspalette abdecken. Hodor! Lena Headey verdankt ihre Rolle der Cersei Lannister Peter Dinklage. Die beiden waren bereits vor der Serie gut befreundet und Dinklage schlug sie den Produzenten für die Rolle vor. Auch heute sind die beiden weiterhin so gut befreundet, dass sie sich laut eigener Aussage beim Dreh von ernsten Szenen nicht in die Augen schauen können, ohne einen Lachanfall zu bekommen. In der ersten Staffel der Serie musste die schwangere Dany in ihrer Position als Khaleesi ein ganzes Pferdeherz verspeisen. Beim Dreh wurde dafür eine große Gelatinemasse verwendet, die mit einer roten, zuckrigen Flüssigkeit übergossen wurde. Während der Szene verteilte sich das klebrige Kunstblut auf Emilia Clarke, die dann in der Drehpause auf der Toilette kleben blieb. Jüngst verglichen die beiden Autoren der Serie den liebenswürdigen, aber etwas einfältigen Hodor mit dem Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Zitat: Ein riesiger Dummkopf, der auf alle Fragen mit seinem eigenen Namen antwortet. Der Großteil der Schauspieler der Serie hat die Bücher nicht gelesen, aus Angst, dass das Wissen um das Schicksal ihres Charakters ihr Spiel beeinflussen würde. So erfuhr Tywin Lannister Darsteller Charles Dance zuerst von einem Fan der Reihe, dass er eine großartige Todesszene haben würde. Das Unwissen der Schauspieler macht sie aber wiederum zu häufigen Opfern von Scherzen der Showrunner. Diese verschicken gerne mal Fake-Skripte mit Charaktertoten, um erst 3 Wochen später dann die richtige Fassung zu versenden. Game of Thrones in The Witcher 3? Dort gibt es die Festung Kaer Al-Muld, die einige Zellen ohne Wand zur Seeseite aufzuweisen hat. Ein Fluchtversuch wäre aufgrund der Felsen und der Brandung eine Selbstmordaktion. In einer dieser Himmelszellen liegt ein toter Zwerg, der Tyrion Lannister zum Verwechseln ähnlich sieht. Tatsächlich ist der Lannister-Sprössling in einer Folge in einer solchen Himmelszelle eingesperrt gewesen. Damit die Schauspieler optisch in die raue Umgebung von Westeros passen, werden die Kostüme einem 2-wöchigen Alterungsprozess unterzogen, der mehrfaches Flicken, Wegwerfen, Flicken, Färben, Wegwerfen, Reparieren, Wegwerfen und wieder Flicken erfordert. So geht das Kostümdepartement sicher, dass Game of Thrones nicht unnatürlich märchenhaft aussieht. Wer sich die aufgespießten Köpfe der Verräter neben dem von Jean Bean genauer anschaut, entdeckt darunter auch George W. Bush. Jean Bean fand den künstlichen Kopf, der für seine Köpfe und das anschließende Aufspießen nachgebaut wurde, etwas gruselig, sodass er, nachdem alle Szenen abgedreht waren, eine Runde Fußball mit seinem eigenen Kopf gespielt hat. Und ich gehe jetzt eine Runde Fußball spielen. Welcher Charakter aus Game of Thrones ist euer Liebster? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Und ihr schaut euch jetzt noch die Faktenflut zu Game of Thrones Teil 1 an. Oder die Trailer-Analyse zum finalen Trailer der 6. Staffel von Nerdkultur. Viel Spaß. Bye. Bye.